Und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute mit etwas ganz Besonderem und mit etwas, was ein Stück Geschichte darstellt. Und zwar wurden damals im KZ Sachsenhausen britische Banknoten gefälscht, um unter anderem Devisen und auch Gold zu beschaffen und Exemplare, die schlechter aussahen, sollten dann über Großbritannien abgeworfen werden. Diese Fälscherwerkstatt wurde dann aufgelöst und verlagert, wo aber der Betrieb nicht wieder aufgenommen wurde. Und Scheine, die man fand, wurden in einem See versenkt. Ein Teil wurde, wie gesagt, auch genutzt, in Umlauf gebracht. Und ich habe einen dieser Scheine, der in diesem besagten See versenkt wurde und danach wieder geborgen wurde, heute hier. Und zwar eine britische 10-Pfund-Note. So sieht das gute Stück aus. Der Aufdruck Bank of England vom 16. April 1935. 10 Pfund, wie man gut erkennen kann. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ein wirkliches Stück Geschichte, etwas ganz Besonderes. Auch wenn relativ viele Scheine gefälscht wurden, so ist dieses Exemplar noch sehr, sehr gut erhalten. Und man sieht auch die Wellen, die dieser gefälschte Schein hier hat, aufgrund eben der Lagerung im Wasser. Ich denke, auch im Video kommt es noch ein bisschen stärker rüber, als es in echt aussieht. In der Rückseite ist zwar ein Durchdruck zu erkennen, aber ansonsten ist die Rückseite blanko, wie es eben auch auf den echten Schein ist. Der Rand, auch wie bei originalen Scheinen, so ein bisschen angekragelt, ein bisschen, weil nicht eben, nicht glatt auf jeden Fall. Und wirklich ein Stück Geschichte, so einen Schein haben zu dürfen. Und auch die Erhaltung ist wirklich sehr, sehr gut. Genau, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wirklich ein Stück Geschichte, so etwas haben zu dürfen, wie gesagt, damals von hauptsächlich jüdischen Gefangenen hergestellt, die auch zum Teil schon aus dem Bankwesen kamen, sich also auch damit auskannten. Und man muss wirklich sagen, unglaublich, so etwas zu besitzen. Genau, so viel wie gesagt zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüss.